Haben wir eigentlich bei den anderen Bären da was reingelegt? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. So. Ab in die Natur. Na, langem spielt das Spiel nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ist doch ein bisschen zäh gerade. Seht ihr? Ist nicht so geil gerade. Aber das kennen wir ja schon aus den anderen Kampagnen, dass irgendwann eben Schluss ist. Ich weiß nicht warum. Also ich würde immer sagen, es läuft irgendwas über im Rechner, aber ich wüsste nicht was. Ne? Das ist dann vielleicht auch der Grund, warum dann Minecraft irgendwann immer abstürzt. Ich habe so das Gefühl, meinem Rechner geht es nicht mehr gut. Ich kann ja auch H drücken, wie ich will. Jetzt nimm das mal endlich an. Alles klar. Und der Rückzugsort ist da. 100, 100, 100, 100, 100. Bis auf das Essen eigentlich glücklich. Umgebung 99%. Na gut, dann schmeißen wir doch einfach so, guck mal. Mehr als genug Wasser. Wobei die Wasserfläche gar nicht so viel größer. Also die ist eigentlich zu klein. Haben wir noch ein bisschen Geld? Ja, dann machen wir mal eben Pause. Denn, da stimmt ja dann was nicht. Zu wenig. Aber das ist schnell gemacht. Das ist nicht das Problem. Wir nehmen einfach den hier, den Tool. Und den können wir auch auf 100% machen. Dann machen wir die Wasserfläche einfach nochmal deutliches Stückchen größer. Wir haben ja mehr als genug Fläche. So. Jetzt müssen wir halt nochmal eben gucken, ob er da auch reinpasst. Ah. Ja, ist begehbar. Alles klar. Gut. Machen wir da jetzt Wasser rein. Zack. Und dann müsste das Spiel jetzt von 2, 3, 3, 4 auf. Neu berechnet. Alles klar. Guck, und die 6000 halten wir jetzt schon nicht ein. Er braucht 7000. So. Gut, aber erstmal geht es unseren Bärchen ganz gut. Das ist wichtig. Der Jules besucht mich. Guck mal hier, Jules. Da ist er. Aber vielleicht seht ihr auch die Grafik. Sieht so ein bisschen. Ne, ich versuche jetzt auch gerade nach vorne die ganze Zeit. Ist alles sehr, 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 sehr zäh gerade. Ne? Dallschaf ist gestresst. Ja, ja, alles klar. Als wenn er gerade völlig überlastet wäre, der arme Rechner. Seht ihr? Krass, ne? So, du forscht mal bitte hier am... weil wir brauchen ja Stufe 5. Warum hat der denn 9 Stufen? Was? Wir haben doch sonst keine 9, oder? 2, 4, 6, 8. 9 Stufen? Das ist krass, ne? 10 Stufen sogar. Boah. Hat der dann Futterstufe 37 oder was?
Unglaublich. So, dann forscht mal weiter. Einer kriegt Ostasien und die anderen beiden fliegen dann raus. Wer also als erstes fertig ist. Ich schätze mal, Gertrufo bleibt. Aber man weiß es ja nicht. So. Dann müssen wir ja noch was schaffen. Und zwar müssen wir von jeder Art, nee, von 6 Arten müssen wir was in die Wildnis freilassen. Dann gucken wir uns doch mal die Tiere an. Brasilianische Wanderspinne. Ich glaube, wir können Geld verdienen. Die sind auch noch beide mit Z gestuft. Das geht. Dann können die alle raus. Ihr beiden natürlich auch, weil euch geht es ja eh nicht so gut. Also zurück zum Handelszentrum. Zack. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn schon freigelassen? Eisbären noch nicht, ne? Was ist das zäh? Oi, was ist denn hier los? Wieso habe ich denn plötzlich so viele Isabelbären? Wo sind die denn alle hergekommen? Weiß das jemand? Naja gut, wenn das Spiel das meint, dass ich das alles habe. Naja, die Rentiere. So, von den Polarwölfen müsste ich ja auch irgendwas mal freilassen, ne? Zoll beschlagnahmt. Was kann ich denn mal hier freilassen? Kann ich mir ja nicht wegnehmen, ne? So, die können raus. Alles zum Handelszentrum. Habe ich da gerade wirklich 2 weiße Schlangen gesehen? So, du könntest doch eigentlich mal... mit dir kann ich ja nichts anderes machen, ne? Dich kann ich ja nur... erwachsen werden lassen.
Ja, mach ruhig auf. Ach, bei den Rentieren ist schon wieder was los. Alles klar. Rentiere. Echo hat angekündigt, gibt eine neue Version. Alles klar. So, Rentiere. Handelszentrum. So, dann mal ins Handelszentrum bewegen. Machen wir als erstes Vivarienhandel, ne? Es gibt nicht viel Geld, aber wir können es wie immer gebrauchen. Gerade hatten wir genug, aber oder auch nicht genug, aber wir hatten was, aber es reicht wieder nicht. So. Dich könnte ich freilassen. Kriege ich da allerdings... zwei habe ich schon freigelassen. Wenn ich dich jetzt freilasse... Dann gilt das. So, die Rentier war 4 von 6. Also muss nicht die Tierart, doch, der redet von Tierarten, ne? Kann ja noch ein Rentier freilassen. Ist ja langweilig, das gilt ja. Ich fürchte, den freigelassenen Tieren steht eine schwierige Zukunft bevor. Aber wenigstens hast du dafür gesorgt, dass ihre Überlebenschance so hoch wie möglich ist. Ja, was tut man nicht alles, ne? Bei den Bisons gibt es auch sowas. Alles klar, dann suchen wir uns mal eben den amerikanischen Bison raus. So, da ist er. Dann sortieren wir einmal nach Alter. Stellen fest, hier ist einer. Und tschüss. Ein Problem weniger. Mechanikerforschung. Tuft, 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 die Eisenbahn ist fertig. Nicht, dass wir die bräuchten, aber... So. Dann hätten wir hier nämlich alles erforscht. Isabellbären werden weiter erforscht, alles klar. Und die Eisbären werden erforscht. Die sind alle ausgebildet, was wollen wir mehr? Sorgen wir mal dafür, dass hier ein bisschen ausgebildet wird. Oh. Sehr gut. Was? Tiere fressen sich gegenseitig? Wieso das? Warum fressen die sich gegenseitig? Haben die Hunger? Wo sind die denn überhaupt? Wer baut denn immer so große Gehege? Verstehe ich jetzt nicht.
Komm, zeig mir mal die Grizzlies an, bitte. Wir haben den Obergrizzly, wir haben Mama Grizzly und wir haben Baby Grizzly. Warum fressen die sich? Oh, die Qualität der letzten Mahlzeit war nicht so geil, aber Futterbeschäftigung. Ja gut, wir können dir ja was bauen. Das ist ja, wir haben ja gerade einen Hauch von Geld. Wir werden ja wohl hier im Gehege was für dich haben, oder? Futterbeschäftigung. Vielleicht nicht unbedingt Eisbär, sondern wir nehmen mal sicherheitshalber den Grizzly. Galapagos Gepard Grizzly. So. Was hast du denn schon? Futterspender Bambus. Komm, die Dinger machen wir voll hier. Der hier hinten ist weit weg. Können wir ein bisschen nach vorne ziehen, denke ich. Also lass uns den mal hier hin machen. Du willst nicht dein Kind fressen, oder? Ja, ich muss die Qualität leider ein bisschen runterschrauben, aber insgesamt ist doch alles super. Ein gestresstes Rentier. Machst du jetzt den Pennematz hier? Kleiner fetter Teddy? Ja, immer durch die Blumen durch. Du könntest dich dann natürlich verstecken. Was ist? Na toll. Das ist ja alles voll gekackt. Ich glaube, hier liegt auch noch Kacke rum, ne? Sieht man nicht, ist alles voller Schnee. Boah, da kommt er angewetzt. Wobei, wenn der so auf mich zugewetzt käme, würde ich, glaube ich, auch Reis ausmachen. Ich wüsste nur nicht, wohin, weil der ist, glaube ich, schneller als ich. Oh, wir haben ja zwei Kinder. Was? Nam Nam? Ja, also diese Meldung verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Tiere fressen sich gegenseitig, aber... Können wir uns einen Toilettenblock leisten? Vielleicht sollten wir noch einen hier hinbauen irgendwo. Ich wollte ja hier wollte ich einen hinbauen. Einrichtungen. Ein bisschen was zu tun haben wir ja noch. Und ihr seht selber wie... Boah, was ist denn los? Spiel, hm? Keine Lust mehr?
Aber es sind schöne Bauten, also das muss man unumwunden zugeben. Die sehen wirklich gut aus. Ne?